Dienstbeginn für Jonas Ahrens und Niklas Hansen. Von der Polizeidirektion Neumünster aus starten sie mit einem zivilen Einsatzfahrzeug auf die Kontrollfahrt. Einfach aus dem Grund, weil es nachweisbar ist und auch gezeigt wurde, dass eben Geschwindigkeitsverstöße, Abstandsverstöße, Ablenkung beim Fahren mit einer der Hauptunfallursachen sind. Und ich sag mal, wenn auf der Autobahn bei den hohen Geschwindigkeiten teilweise was schief geht, haben wir halt ganz schnell schwerste Verkehrsunfälle. Und das ist einfach eine Sache, die natürlich im Interesse der Polizei liegt, das zu verhindern, da wir halt nicht nur den Job dass wir sagen, wir wollen jetzt eben eine Strafverfolgung einleiten, sondern auch präventiv einschreiten wollen, um eben auch eine Fahrveränderung der Verkehrsteilnehmer herbeizuführen. Ihr Ziel, die A21 und die A1. Die beiden Kommissare arbeiten bei der Verkehrsüberwachung, Fachdienst Aggression. Auf der A21 dauert es nicht lange, bis das erste deutlich zu schnelle Fahrzeug sich nähert. Du kannst gleich mal anmachen. Genau, starten wir mal eine Aufnahme. Ja, wir befahren hier die A21 in Richtung Süden. Vor uns ein Peugeot. 53,5. Die Straßenschäden sind auch sehr schön merkbar. 53,6 der Kilometer. Ja, eine weitere Beschilderung, 80 km/h beidseitig. Die dritte, 54,0. Verkehrsteilnehmer wechselt auf die linke Fahrspur. Überholen wir jetzt einmal das Fahrzeug. Hier nochmal Fahrzeug mit Kennzeichen. Genau, jetzt haben wir die Anhaltekelle gezeigt. Polizei folgen, nach hinten haben wir ebenfalls geschaltet. Haben den Verkehrsteilnehmer jetzt hinter uns, männlicher Fahrzeugführer. Und wir verlassen gleich an der Anschlussstelle Bad Oldesloe Nord. Einmal die A21, werden dort einmal das Gespräch mit dem Fahrzeugführer suchen und beenden hier die Aufnahme. Moin, Polizeiverkehrsüberwachungsdienst aus Neumünster. Ahrens ist mein Name, mein Kollege Hansen. Haben Sie auf der anderen Seite der Straße. Grund des Anhaltens ist erstmal eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Bedeutet für Sie, dass Sie mir zur Sache nichts sagen müssen und sich auch später schriftlich äußern können oder einen Anwalt konsultieren können. Grund ist eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Auf der 21 waren 80 km/h erlaubt im Bereich zwischen dem Parkplatz Bebenseer Moor und der Anschlussstelle Lezen. Da passieren Sie drei Schilder beidseitig 80 km/h mit Zusatz Straßenschäden. Das halten Sie leider nicht ein, deswegen stehen wir hier. Ich hätte einmal gern bitte Personalausweis von Ihnen, Führerschein und die Fahrzeugpapiere bitte. Da der VW Arteon vor Ihnen ein Videowagen ist, das heißt für Sie, dass wir das Video, also Ihre Fahrt, aufgezeichnet haben. Auf der Polizeidienststelle berechnen wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit über eine Strecke von mindestens 300 Metern. Die wird Ihnen am Ende des Tages vorgeworfen. Das heißt, Sie erhalten in 4 bis 6 Wochen Post nach Hause. Und da steht dann drin, wie schnell Sie genau waren. Sie haben die Möglichkeit, sich das Video einmal anzugucken, wenn Sie möchten. Also das ist auch aufgezeichnet. Also wie gesagt, wenn das nicht so wäre, würde ich Sie hier nicht ärgern wollen und nicht anhalten. Ich kann gleich noch einmal ins Band gucken, dann kann ich Ihnen vielleicht gleich noch mal einen genaueren Anhalt mitgeben, in welchen Richtung wir uns dann bewegen. Und dann wollen wir Sie auch gleich aus der Kontrolle entlassen und dann dürfen Sie auch gleich weiterfahren. Das Bild des aggressiven Rasers bietet sich hier nicht. Trotzdem müssen die Beamten natürlich objektiv bleiben. Es sieht nach einem einmonatigen Fahrverbot und über 500 € Geldstrafe für den Fahrer aus. Die Jahresbilanz 2022 der Beamten des Fachdienstes Aggression bis Oktober: 322 Anzeigen wegen zu kurzem Abstand und 1036 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Dabei entstanden 329 Fahrverbote. Also der korrekte Abstand wäre gemäß Straßenverkehrsordnung immer der halbe Tachowert, dass man den einhält. Also wenn wir eine Geschwindigkeit von 120 km/h fahren auf der Autobahn beispielsweise, muss man 60 Meter einhalten. Wenn man diesen Abstand dann nochmal um die Hälfte unterschreitet, sprich bei 30 Metern, dann kommen wir in den Bereich, wo es Punkte bewährt wird. Und um es jetzt ganz kompliziert zu machen, bei 3/10 des halben Tachowertes, also sprich unter 18 Metern bei einer Geschwindigkeit von 120, würden wir dann in dem Bereich kommen, wo dem Verkehrsteilnehmer dann auch ein Fahrverbot drohen würde. Der nächste Fahrer, der gestoppt wird, hat das Handy am Steuer vor der Nase. Strafe voraussichtlich 100 € und ein Punkt. Jahresbilanz der Handyverstöße bislang 360. Hier sieht man relativ deutlich, wie das Handy hier gehalten wird, auch da mit dem Daumen auf dem Display.
Und lassen Sie beim nächsten Mal während der Fahrt bitte das Handy unten. Weil es führt halt zu vielen Unfällen. Dann haben wir, wenn Sie da einmal abgelenkt sind, Sie gucken einmal nicht auf die Fahrbahn, dann fahren Sie so viele Meter und dann auf einmal muss jemand bremsen und Sie fahren drauf. Ja, die Gefährlichkeit ist einfach groß. Deswegen achten Sie da drauf. Ich muss Ihnen noch einmal hier vor Ort die Möglichkeit geben, sich zur Sache zu äußern. Belehrt hatte ich Sie, dass Sie grundsätzlich nicht dazu verpflichtet sind, bei der Polizei sich zur Sache zu äußern. Weiter geht es auf Streifenfahrt. Der Porsche-Fahrer mit 160 km/h in der 120er-Zone führt als Erklärung an, dass er das Schild nicht gesehen hat. Video will er sehen? Nein. Ahrens von der Polizei aus Neumünster. Wir halten Sie an, weil Sie zu schnell gefahren sind. Bei Ausländern fällt nur eine Geldstrafe an. Auf dem Weg zurück zur Dienststelle wird es dann nochmal brisant. Letztendlich hat man gleich von vornherein gemerkt, dass das Fahrzeug überholen wollte. Obwohl eigentlich ein Überholverbot angeordnet war. Man hat dann zwar auch noch nicht überholt, dann ist das Überholverbot aufgehoben worden. Hat dann das sogenannte Lückenspringen gemacht, heißt man hat überholt, ist dann wieder in die nächste freie Lücke, ist dann wieder rausgeschert, wieder in die nächste freie Lücke. Das ist einfach gefahrenträchtig, weil man dann die Geschwindigkeiten teilweise falsch einschätzt, schon mit einer hohen Geschwindigkeit kommt und dann von nicht genügend Zeit hat, um die Geschwindigkeit von den Fahrzeugen, die von vorne kommen, einzuschätzen. Das werfen wir Ihnen aber jetzt nicht vor, es ist lediglich die Geschwindigkeitsüberschreitung, die wir Ihnen vorwerfen, die bei dem Überholvorgang dann zustande gekommen ist. Ich glaube, man war dann schon bei 120, ist dann nochmal ausgeschert und um die 140 km/h ist man dann gefahren. Das reicht uns auch von der Wegstrecke. Grundsätzlich können wir auch ein bisschen runtergehen von der Wegstrecke. Also zumindest können wir Ihnen die Geschwindigkeitsüberschreitung vorwerfen. Alles andere hat der Kollege dann im erzieherischen Gespräch ein bisschen mit aufgezeigt, wo die Problematik liegt und wo auch die Gefahren liegen. Die Begründung war, weil er ja sonst nicht überholen hätte können, weil sonst wäre er zu langsam gewesen. Ist keine Begründung für das Verhalten. 100 km/h sind auch beim Überholen erlaubt. Also wenn man überholt, dann nur Fahrzeuge, die dann auch langsamer fahren als die Höchstgeschwindigkeit. Deswegen, das ist vielleicht für ihn eine Begründung, aber es ist keine Begründung, warum der Verstoß jetzt durch uns nicht geahndet wird. Die Ergebnisse der Kontrollen werden im Büro ausgewertet. Es wird ein Fahrverbot für den Fahrer auf der A21 geben. Am nächsten Tag werden Jonas Ahrens und Niklas Hansen im Spätdienst unterwegs sein. Ihr Ziel, der Feierabendverkehr auf der A7.